Linebacker hätte ich jetzt nur einen, ne? Ja, ja, wir brauchen ja auch nur einen. Okay, gut. Einer reicht. Gut. Select. Wichtig in der ersten Welle. Es geht ja nicht um Linebacker-Deck, es geht nur um eine Linebacker-Welle. Okay, okay. Du hast immer noch keinen Linebacker. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. So, jetzt ja, sterbe ich an. Uzi, bei dir wird immer noch ein Marauder angezeigt. Ja. Ich habe noch dann meinen Warhawk drin und noch ein, noch ein Prime und so. Das geht, oder? Ja, ja. Ja, ja. Das müssen wir wegräumen. Mit ein bisschen Glück brauchen wir nicht mehr wie die erste Welle. Okay. Wir pushen durch zur Base und machen unter der Base Platz. Hervorragend. Das machen wir dann gegen IREX und dann heißen sie uns für alle Zeiten. und wir werden es genießen. Aber die haben, glaube ich, Satellitentrieb, oder? Also die sehen, was wir haben. Ach schon. Das ist jetzt alles nach einer Minute und dann sind wir schon wieder. Ja, nee, die sehen schon, was mit was bekommen. Ist ja egal. Also wir machen jetzt. Wenn sie Ahnung haben, wissen sie, was passiert. Wir machen jetzt einen Base Rush, ja? Ja. Ja. Okay. Wir hatten doch auch schon mal gut. Da waren wir in der Basis und das hat doch auch. Wir müssen halt durch irgendeinen, der. Nein, die wissen, was wir haben. Pardon. Das wussten wir da auch. Können sie natürlich in der Base stehen? Die Dinger halten genug aus, dass wir wirklich alles in einen Rush wegmachen. Da schießt du halt nicht auf Mechs. Bist wirklich halt nur auf die Basis und läufst. In Bewegung bleiben. Genau. Immer in Bewegung bleiben und nicht vor den Dingern parken, weil dann hast du den Knäuel und dann sind wir kurz das Fressen. Immer weiterlaufen. Ja. Du kannst da vorbeilaufen, Alpha raushauen, das nächste anvisieren, dann die anderen machen den Rest in Anführungszeichen. Ja. Du musst ja nicht ein Ding alleine finishen, dann stehst du davor und die machen den Rücken kaputt. Ganz genau, wenn 12 Leute am gleichen vorbeilaufen, ist das gleiche, ist es gleich weg und das 6-mal. Dreimal mit der Base, dreimal mit den Generatoren und die Sache ist mit den Tankstellen, Batterieabgabestellen und fertig. Und selbst wenn wir die Dinge nur zur Hälfte kaputt kriegen, sind sie nachher im Zugzwang. Dann können wir uns auf Basis aufstellen und so niederschießen. Da ist jetzt aber noch ein paar dicker Scratch drin. Ja, auch noch Fuchs. Komm gerade leider richtig schwer. Sehr schön, dann warten wir ein bisschen mit dem Starten, lassen sie erstmal vorrennen und dann switchen wir durch und hauen die auf die Fresse. So, lanzenweise arbeiten. Ich sag Bravo an. Warte mal. Wolf Alpha und Grimm und ein Charlie. Seht zu, dass ihr an eurer Lanze dran bleibt, okay? Okay. The enemy has lost its satellites. Sehr schön, Satellit ist auch weg. Genau richtig. Wenn wir jetzt Evil oder Iris wären, würden wir fragen, mit Kleidcreme oder ohne? Jetzt wird richtig geschändet. Kann man Kleid? Wir können es auch aufteilen. Nee, wir sind schnell genug. Gut, dann rechts rum sneaken. Müssen wir ganz am Rand entlang, oder? G7, F7, ja. Jungs, lasst eure Munition drin. Hallo? Hey, kommt. Wer steht da falsch, Talon? Oberreit. Rosi, du hast keinen Linebacker. Nee, hab ich nicht, hab ich ja gesagt. Aber ich kann trotzdem mithalten. Ich hab Beinlecker. Oh, falsche Chance. Oh, sollen wir auf die Beine gehen? Oder mitten in die Fresse? Beinchen oder Rücken, wie ihr seht. Wir haben keine Beine. Wenn nächstes auf dem Weg sind. Ansonsten, wenn wir drin sind in der Basis, ist die Basis Ziel. Besten einfach eben durchrennen und die hintersten Sachen zuerst kaputt. Wer ist denn jetzt wieder nicht mitgelaufen? Talon! Ja, ich hab mich verlaufen. Wie kannst du dich verlaufen? Einfach an der Lanze dranbleiben. Die Lanze war verteilt. Mann, also, kurz runter von Gas, dass wir ein bisschen geballter kommen. Nee. Lauft so schnell wie es geht, oder? Nichts runter vom Gas. Nicht, dass sie da ist, sie ist gleich. So. Wir sollten ihm nicht die Chance geben bis zu unserer Basis. Und genau. Weiter, ja. Die sind schneller, kein Problem. 104 km/h, auch wenn er 50 Meter vor uns ist, dann wir. Die haben keine Chance, die können nichts machen dagegen. Das ist ein Safe Win.
Oh Gott, deswegen. Oh Gott, Satellit. Siehste, sobald Schräuche mit so einem Post die Fassung. Schräuche, ja. Sag ich immer Angst. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, immer. Bis der Satellit da ist, sind wir in der Base. Der war doch schon da gerade gekommen. Machen wir die Base komplett wieder oder? Ja, ja, komplett. Wenn wir die Chance haben, machen wir es gleich in der ersten Welle fertig. Wolf hat beschlossen, wir holen Definitivpunkte. Und damit das auch klappt, brauchen wir Siegespunkte. Ja, Leben, größer Spaß und Zwiebeln. Und außerdem, Donnegill steht zum Angriff. Oho! Wieder irgendein No-Name-Planet. Okay, ja. Dann laufen Max. Ja, egal, dann hier rechts rein. Die laufen gar nicht in die Richtung. Rein, Jungs, nicht aufhalten. Panzer sperren. So, das Ding im Vorbeilaufen und dann ab nach links. Dahinter ist noch ein Turret. Und ich habe mich abgestellt, selbst. Override nicht vergessen. War aber auch gesagt. Mal hier links durch die Senke. Wurde ja schon beim Unit-Turnier so verhängt. Ja. Wir will uns da jetzt bitte eine aufhalten. Weiterlaufen. Und mir nicht in den Rücken schießen. Easy. Ja, schreibe gleich hin. Werte. Ah, den können wir noch mal einen Laufen mitnehmen hier. Rechtes Bein, Jungs. Abgeramscht. So, da hier, da links ist noch ein Ding. Moment, da ist noch was dort. Oh. Was war da jetzt schwer dran? Das war ein Safe-Win. Wir sind ja auch jetzt Pucks gewesen, ne? Wir sind schneller wie die Gegner, schwerer bewaffnet. Es interessiert niemand, ob wir ein Sorry, Leute, keine Zeit. Sorry, Leute, keine Zeit. Wir müssen doch weiter, wir müssen doch weiter. So, nochmal 12 Punkte. Damit kommen wir heute Abend auf 20, 44. Mutzige Punkt. Egal. Punkte sind Punkte. Die haben keine Farbe. Doch, braun. Braun. Julia. So, Flotten ready. Dann machen wir es nochmal. Panzer ready und ab dafür. In der Rechner rechnet so lang. Loading Screen. Ich hab das Gefühl, ich bin inzwischen der langsamste von euch allen irgendwie. War doch nicht immer so. Doch, das war immer so. Und geht los. Assault Paula heilen. Ich spiele LRM. Range. Range? Ah ja, dann nehme ich mein Range-Deck, das ist doch schick. Diesmal drücke ich auch auf Select. Leute, es ist Assault. Erste Runde LRM oder? LRM mit Range, mit Brawl sind sie weg, genau. Achso, Brawl? Also nicht Range. Kurze Frage, wir kein Long-Range-Deck, Brawl? Medium. Okay. Kommt aus den Linebacker raus, Fast Heavies, Marauder. Ghost Marauder. Wenn die Feuerlinie machen, drücken wir sie einfach weg. Zusammenlaufen, ich hoffe, jeder hat AMS drin. Ja, kann ich einen Hellbringer mit bisschen Lerms mitbringen? Oder ja, eher? Mitlauf LM würde gehen. Genau. Hat natürlich auch vier Medium ER Laser und so, ne? Hellbringer, Marauder. Tadon, ich hoffe, diese Medcat 2 ist nicht zu lahmarschig. Also auf Medium Puls ist noch okay, oder? Ja, passt schon. 33 km/h. Kein km/h mehr. 50 km/h reichen doch, oder? Im Ernst? Sind es nicht 32,4 die Mindestgeschwindigkeit? Ja. Auf jeden Fall muss er ja schon sein. Scheiße. Reicht zum Brawlen.
Na, schauen wir mal. Auch so eine schöne Karte, wo du besonders langsam sein musst. Oder so weit laufen musst. Ja, ist total geil. Ein 64 oder mehr. Baby. Ich hab das jetzt nicht mehr hingekriegt mit dem Dropdeck. Eine Wasserkarte. Wie? Bitte? Wo die Mechs unter Wasser kämpfen. Ah ja, das wäre schön. Ja, und dann kannst du in Badehosen Decoils anziehen. Ja, das wäre ja total logisch. Badehosen-Decoils. Ja, gut, das gab's aber bei MechWarrior schon häufig, ne? Also MechWarrior 2 hatte das. Also, ja, aber, sie kämpfen ja immer im luftleeren Raum. Also. Genau. Nee, aber Ballistics funktionieren unter Wasser nicht. Also nicht so, wie man es hier kennt. Ja, aber rein theoretisch würde... Doch, ginge schon. Du kannst auch eine Pistole unter Wasser abfeuern, weil das Pulver ist... trocken in der Patrone. Mir geht's gar nicht um das, aber die müssten im Prinzip die Velocity auf 2% oder so runterschreiben, das heißt, das Teil jetzt von mir aus noch 100 Meter absinkt. Das wäre richtiger Brawl. Also Laser würden noch halbwegs funktionieren, weil die würden ja das Wasser, also die würden ja dann Plasma, im Prinzip eine Plasmablase entstehen lassen und da wird der Laser halt dann ein bisschen kürzer, aber die Brennreichweite. Ja, aber du willst auch die ganze Wirkung im Wasser verlieren. Ich denke auch, Wenn der mit der Hitze abfeuert, wo der haben müsste, dann würde im Prinzip eine Plasmablase entstehen. Also im Prinzip wäre dieser Laser dann von Luft umschlossen und würde sich selber eine Bahn schießen. Aber er würde halt nicht so weit gehen. Okay. Und dann einfach, und die Mittel. Muss man mit dem Laserpointer probieren, danach war der kaputt. Okay. Wäre interessant, wie lange es dauert, bis das ganze Wasser um einen herum kocht. Oder verdammt. 100 Grad Celsius Nudelwasser. Ach scheiße. Ach, das sind schon wieder dieselben von eben. Okay, ich hab. Das ist das Deck, was ich wollte. Hier, I6 Canyon zusammenkommen. Gott sei Dank läuft mein Router 75 knapp. Das heißt, nee, wir müssen hier in den Canyon. Warte mal. Ich will Kämpfe unten halten und nicht den Gegner anschließen, solange es geht. Da, läuft zu den Canyon, in den Canyons bleiben. Ich sehe kein Ding. Ja, ups, okay, tut mir leid. Gut, dass keiner getroffen wurde. Ups. Ja, doch mal den Geballer. Tut mir leid. Soll ich den schreiben? Nee. Ich hab gerade den Schneelol reingeschrieben mit dem Laser. Es ist, wenn man zwei Monitore hat und dann auf dem zweiten rumfentert, dann kann das schon mal passieren. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man die Waffen ausprobieren muss. Ich wollte sie gar nicht ausprobieren. Ach so, das war jetzt für Sträuch. Okay. Nein, ich probiere die Waffen nicht. Der ist nett. Ihr Ferkel. Mit Carfire. Hinten ist ein Gegner. Wo? 9. Was da für 9? I9. Da steht ein Oh, dann ziehen wir links hier den Hügel, den Canyon hier. 4-8 nach I9. Seht ihr das? Warte mal, erstmal bei meiner Position regroupen. Wir haben etliche hinten verloren. Die sind sehr breit auf. Das ist ein einzelner Phoenix-Hawk, der da steht. Ja, nee, es sind 2-3, die da schießen mit den PBCs. Die sind aber wahnsinnig weit aufgesplittet. Die haben nämlich da, wo wir hinlaufen, auch welche. Muss nicht kämpfen, bleibt bei der Gruppe. Ja, bei der Gruppe. Leute, wer läuft denn jetzt rechts rum? Ich. Warum? Weil ich auf Autopilot gestalten gehabt habe und Karl nicht dort habe, wo hinlaufen. Er musste pinkeln, Menno. Sei nicht so indiskret. Ihr könnt mich ruhig holen, ich laufe nur 60 Sachen. Wirklich? Krass. Was hast du da drin? Ich dachte, hier waren fast 64. Ja, und trotzdem bin ich ganz vorne. Ja, hier durch. Ich bin drauf. Adolf, kriegt. Wind regnet das auf Bravo. Zu weit weg. 800 Meter. Wir euch direkt drauf dort. Dann bleiben Wolf am Band kurz in Deckung. Hier haben wir Adolf. Adolf rechts. Hat die Augen. Ich bin wie genug, dass da sitzt und es bleibt dran. Die zerlegen mich hier. Ich bin auf Fox dran. Dann lass erstmal vorbeiziehen.
Hier links der Jägermech. Links ist Charlie. Charlie, linke Schulter. Target mitten offen. Weiter rechts hier den Alpha wegmachen. Jawohl, jetzt noch weiter. Weiter drücken. Hier links, links, India, India. India Bereich. Stalker. Ja, der kommt. India, Stalker. Oh, ich hab gefressen. Halt den Lock irgendwie. Jani, Leto, oh mein Gott. Keine Panik. Links rumlaufen, kommt links. Ist was leichtes. Jason habe ich gesentert. Richtig. Gustav, bin Gustav. Dann wer rechts ist, der Gustav kriegt. Allein. Bleib weg hier. So, links weiter drücken. H10 vorbei. Weiter. Hier, der Gustav ist mitten offen. Ach, links rum, Druck zusammen. Nima kriegt. Frim, Batzen ist bei uns im Team. Er hat doch schon sorry gesagt. Hier, der Annihilator ist mitten offen. Echo. Es geht links zusammen rum. Und nicht jeder ein einzelnes Ziel, bleibt ja, mit Stalker. Achtung hier. Ich hab hier ein Summonerboard, Bravo. Bravo kriegt. Nee. Hier links H10 weiter drücken, Jungs. Ja, okay. Ich hab hier Bertha. Bertha, Thunderbolt. Komm jetzt nichts mehr. Hector, ja. Hotel immer noch. Der geht mir auf den Sack. Ja, danke. Ich bin auf Delta jetzt. Delta kriegt. Delta, unbedingt. Delta, weiter. So, das war die erste Wave von denen. Und die Basis. Gleich dahinter auf Otto Reinforce. Otto. Aber die Basis oder? Wenn's wir machen, aber komm, holen wir mal ein paar Punkte. Das wäre nett. Wechsel auf Paula. Außerdem haben wir die eben schon so verarscht. Eben, das wäre auch nicht nett. Oh je. Die Arme. Was, wenn wir so abfahren. Wir streicheln sie doch mal mit. Setze Arti, setze Arti. Achso, scheiße. Gut, hier Theodor, die Kingcrab immer noch, bitte. Ja, kriegt. Ja, kriegt. Ich krieg aber von rechts hier ganz gut Futter. Aus irgendeinem Grund treffen die ach doch, jetzt treffen sie. Feind die ist ORV ist oben. Ja, jetzt. Geh auf Siegfried. Ja, links fährt aus. Amo ist fast durch. Na, ja, das krieg ich von der Entfernung da her kommt nicht. Jetzt ein Assault. Nee, da ist noch ein Kickrap, Jutta. Nackt. Okay, kann man ECR-Mac an die Spitze kommen? Ja, bin hier. Achtung, bitte hinter uns Otto, Otto und Vindikator. Markieren. Oh, nein. Emmo ist jetzt hier über den Haufen. So, die zweite Welle sammeln sie erstmal auf unserer Basis. Welle? Mhm. Nicht reinforcen, Jungs. Nicht reinforcen. Wie sieht denn der Winnie aus hier, oder was? Ich dachte, der Bravo-Marker war. Katapult. Ja, geht auch. Mein Mikrofon ist aus. Ich wundere mich, dass der Kingcrab Udrich. Udrich, Kingcrab. Die lebt immer noch. Bitte. New Target acquired. Overall. Ich schrei wie blöd Batzen an, lauf nicht in meinen Arti und der läuft da voll rein. Ach so, ja, sorry. Ich war links am Laufen, hab gemerkt, ich komme zu sehr an die Front und muss dann den Fernseher hier die Seite nicht verlieren. Da kommt X-Ray. Ja, X-Ray kriegt. Hier ist mal so Suicide-mäßig gecharged. X-Ray Center. Ja. New Target acquired. Ja, mach nur deine Macht. Komm Leute, du weißt mehr aus. Wie viel hält der denn aus? Das ist ja unglaublich. X-Ray würde ich gerne noch abfarmen. Komm schon. Die linke Schulter. Wo ist der denn? Da ist der. Komm schon, verreck doch. Stell dich nicht so an, Baby. Komm schon und... Ah, schade. Nochmals die Bitte, bei RT out zu sagen. Mach ich immer. Ja, ihr habt das selber gesagt. Ich hatte mich, also, ich habe das bisher noch nicht gemacht, aber ich dachte immer Strike out. Ja, scheißegal, dass man weiß, dass die Dinger nicht verfügbar sind. Ja, okay, ist eine gute Idee.
Ja, weiß ich nicht. Grimm hat so angefangen. Ja, ich spiele einfach zu oft mit Amerikanern. Das ist halt so. Weil bei uns ja nichts geht. Was? Genau. Ich würde mal behaupten, wir sind so mit die Aktivsten, oder? Ah, ja. Unter der deutschen Community. Ja, unter den kleineren Einheiten. Wie viel Uhr am I? Ach so, ah ja. Ach so, das stimmt. Alter, da geh ich doch wieder was zum Abendbrot. Wir verlagern alle nach vorne, eben sie jetzt zu viel. Ach ja, Schrimps hat Batzen gekillt. Batzen hat sich durch mich gekillt. Konnte nichts dafür. Ich war aber ziemlich eng bei unserer Truppe und nicht wirklich nah beim Gegner. Aber ja, der Gegner war auch nicht so weit weg. Ich habe ja den Strike auch nicht auf einen Kilometer gesetzt. Wir rennen übrigens alle vor, sind aber noch nicht versammelt. Ist das nach Plan, oder? Lonely Alcoholics. Ich bin jetzt einfach auf Bravo gelaufen, auf die Marker. Ja, Leute, wartet aber mal. Wir haben noch einige, die weit zurückgehen. Hält mir so gierig, streu ich. Habt ihr was? Leute, Bravo Marker. Oh, sorry. Zulu scheint relativ allein da zu sein. Ja, aber nicht nehmen wir die Ridge hier. Okay, dann die J8 Ridge. Hab ich gesagt. J8. Ja, bleibt im Batzen, Mann, der läuft schon richtig. Bis Batzen. Who the fuck ist Batzen? Ich lauf dem Greywolf hinterher. Halt um Hilfe. Wir helfen den Timen. Wolf, in der Schlucht bleiben, bitte. Target spotted. Alter! Naja. Ein Grund, meinen Rücken aufzuschießen. Okay, wer ist der Assault hinten? Ich. Bärchen, okay. Halt jetzt der Warhawk, ne? Naja. Zulu Center. Ich hab Angst, dass die uns im Laufen jagen, ja, genau einen. Wir sollten nicht alle auf die Füße. Nach Zulu direkt. Mimi schwenken jetzt wieder auf ihre Basis ein. Ja, lass doch den Zulu sein, der ist Center Core, wenn er sich noch einmal zeigt. Wir haben NLM, Bruder, die machen das schon. Batzen, Mimi, Marschrichtung auf Basis. Schön, wo sie. Wir suchen uns hier wieder eine hübsche Schlucht. Richtige Schlucht, Scheiße. Österreich! Ja, ich hab ja gedacht. Wolf, da vorne kurz verzögern, bitte. Da sind zwei Max, so. Wenn jetzt dranbleiben, dann pushen wir rechts hier vorbei, da rechts an der Basis. Okay, dranbleiben und los. Bleib dann Wolf dran. Wolf, wenn du ein bisschen langsamer machst, kriegst du wieder ECM von mir. Mach man doch nicht bei denen. Hat das ungute Gefühl, dass die zur Base laufen. Lass die zur Base laufen. Ich vollständig. Also dann Captain Mirsel aus. Dann Captain Mirsel aus. Genau. Alpha, Alpha, diese Richtung. Ja, ja, da stehen sie. Hier vor uns. Bravo, Bravo, Jägermädchen. Und wieder bin ich ganz vorne. Warum bin ich schon wieder ganz vorne? Ja, weil du alles vorne hörst. Ich sag doch auch, mach langsamer. Damit die ECM kriegst. Hier, ja, Bravo. Bravo. Aber ihr seid auch verdammt weit hinten. Astrael, go, go, go. Weil die nicht so schnell sind und wir nur Vollgas laufen. Setze keine Arti. Hier in die Flucht, wo ich jetzt bin, bitte. Ja, ich werde gerade zerstrahlt. Bin auf Delta. Ja, die haben hier wieder. Ob ich's krieg. Oh Gott, Achtung, nicht um die Ecke, Wolf. Kommt vor, Jungs. Bin auf X-Ray. Sag doch nicht um die Ecke, Wolf. Gesetz. Hier, Batzen, machen wir das MLM-Katapult fertig. Delta. Hinter. Ist das Kuh, Quebec? Ja, genau. Der okay. Ich bin auf X-Ray. Ich bin auf Victor, hier ist noch einer nach Yankee. Okay, Quebec. Beides halt noch. Hier, Yankee. Los nach vorne mit euch. Yankee, der hat die rechte Seite offen. Gesentert. Da ist noch was, Jäger mich. Ah, der hat mich. Mach ihn fertig. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss. Mach's gut, Mirodan. Tschüss. User disconnected from your channel. Target spotted.
Hier auf Zähler Caesar. Er hat zwei Racks drin, ne? Oh Gott, wir stehen hier so dicht zusammen, ne? Er kriegt ja Pickel. Marschrichtung andere Leute. Ja, wir haben den. Kommt gleich Hitler, der nächste. Bin auf Ort Center. Ende mal ganz drauf. Kurz kühlen. Achtung, links von uns sind noch zwei Mechs Richtung G11. Bei dem Gebäude ist der Atlas oder was? Hält der aus? Ist ja Wahnsinn, der Hotel. Atlas und Katastrophe. Ja, man muss sich da ganz gut bearbeiten, das stimmt. Wolf, halt hier links von einem Atlas. Oh, ich krieg von rechts hier. Rechts ist noch ein Warhammer, ja, da ist irgendwas mit ECM. War der Atlas ja, ECM. Ja, hier, leichter. Geh auf Lima Lima. Wir sammeln uns bei unserer Basis. Bei unserer oder bei derer? Achso, du. Die dritte Welle, aber hier. Wenn ihr vorne aufgeräumt habt, kämpft sie aus, macht ihr am Ende. Okay. Otto links. Sollen wir nachrennen und gleich Otto links? Ja, machen wir wohl. Hab hier rechts. Power, Paula hat rechts. Strikeout. Otto, Otto kriegt wieder. Pass auf, ich bin hier 12, ist ein Katapult. B-Berg ist noch so gut. India, India. Das ist India, India. Der kriegt irgendwie keinen Schaden, das ist cool. Das ist India, India, India. Wird ziemlich durch, ich hab noch einen Mitleser. Via Center. Dann stelle ich in die Base, wo sie. Mach ich gerade mal auf. Bin die gar nicht. Oh. Das rote Fähnchen. Ja, irgendwer. Ach, mein KMD. Enemy base is being captured. Ey! Weiter Mech 1800, okay. Sauber. Ich hab nur noch mal 600 Damage. Ich glaube, ich bin immer mit 300 raus. Er wurde dreimal gewerbt vom Kaiser. Wolf, bleib zurück. Ja. Komm spätestens mein IC. Er wollte dich retten, aber du wolltest nicht hören. Ja, mein Sohn, was sag ich noch? Geht da nicht ums Eck, Wolf. Konnte man gar nicht feuern. Nee, das war schon vorher, wie ich gesehen habe, dass du einfach vorbeiläufst. Kaiser, die sterben gerade. Ja, hast recht. Das war ja gerade auch nur Kanonenfutter. Wir treffen uns am B. Sind halt Pugs, ne? Nein, das ist normal dann, würde ich behaupten. Wo ist denn überhaupt der Weithin-Serbe? Ruf hier. All systems nominal. Wolf, es gibt ein gutes Rezept dafür. Äpfchen. Nee. in zweite Welle warten, bis wir kommen. Ja, ja, so lass ich euch vergehen. Negative. Jetzt steht er wieder dran. Rot tötet Greywolf. Ich finde generell, wenn wir so einen Push machen und die Leute sind vorne, kriegen schon viel ab beim Anlauf noch, bevor wir Damage machen. Ja, aber wie gesagt, ganz so der, wo die Kugel fängt, da können die anderen für Damage fahren. Also, das ist nur beim Push so. Manchmal verlierst du einen halben Mecher schon noch den vollen Alpha. Wenn du dann in der fünften Reihe bist oder halt ja in der zweite, dritte Reihe so ungefähr, kannst du das noch benutzen. Es kann aber nicht jeder zweite, dritte Reihe laufen. Ja, genau. Ich meine auch halt, wenn man läuft als Pulk und kriegt immer wieder von Fernkämpfern schon eingeschenkt. Aber einer hat da recht, Wolf. Wenn du kriegst, dann dreh eine Ehrenrunde und lass mir ihn anders vor.
Ich opfere mich für die Unit. Nee, es hilft nichts. Wir müssen das ein bisschen mehr ausbalancieren. Es dürfen halt nicht zu viele in der zweiten Reihe, das haben wir auch manchmal. Der Large Laser Stalker in India 10. Wir haben aber auch manchmal, dass zu viele vorlaufen. Grimm, Bräuchi, da vorne in Deckung warten. Wir sind noch nicht gestartet. Hab ihn getroffen. So, Lungs kommt bei, hier I9, Sammelpunkt, ab in Deckung bleiben, Sträuchi in Deckung bleiben. Au. 5 Minuten noch, Leute. Ja. Moment, wer hängt da hinten noch rum? Mensch, Talo, gib mal Gas. Grimm in Deckung bleiben. Ja, ich gehe in die Schlucht. So, wir nehmen die Hauptschlucht, I9, da I10 direkt zu der Basis. Und los, ab geht's. Immer schon ganz vorne. Ich sollte mal wieder eine weibliche Schlucht erkunden. Ach nee, lass mal. Das heißt aber doch eigentlich der Krater, ne? Wir im Pulklauf braucht keinen. Links, Hauptschlucht waren gesagt. I10, I11. Auf den weiblichen Krater kann ich verzichten, wenn nämlich schon eine enge Schlucht. Links! Ihr lauft falsch. Links! Der Schlucht, die Schlucht. India 10, India 11. Bin an der Base, also fast. Folge Grimm wirkt vertrauenswürdig. Ich folge dem Kaiser. Ich renne dann bitte. Bringen wir jetzt so in die Basis. Weiterlauf. Warts nach die Führung. Oh, hier da. Auf Kilo. Kilo. Mach den nächsten Strike rein. Strike out. Lass regnen. Strike out. Vorne, der Stalker, Robert. Vorsicht, Jo. Der Stalker, Alter, ist überall durch. Schön, Batzen, weiter. Theodor ist weg, Paula kriegt. Ey, die gehen auf unsere Base. Wir haben was auf unsere Base. Ja, dann sind wir jetzt weg. So ist Ruf, drückt sie weg und dann gewissen wir in ihre Basis. Jetzt rennt jemand nach Hati. Okay. India, einmal auf die Mitte. Das ist das richtige Pimmelgesicht da. Ruckelt das gerade bei mir? Theodor, bei mir auch. Jutta, auf die Mitte. Hier oben, Papa, die Trap. Ah, ich koch mich selber. Krustenziersuppe. Hier auf Kilo wieder. Nerven das UAV runterzuholen ist. Martha. Oh ja. Husi, du packst dein M-Boot bitte mal in der Basis, okay? Mhm. Dann capturen wir sie gleich aus. Ich bin auf Mata. Victor ist weg. Ja, Victor. Ja, komm, dann capturen wir sie jetzt aus, bevor die uns hinten noch wegcappen. Hier zwei, ab in die Basis. Hallo. Victor redet immer noch. Quatsch. Seht zu, dass ihr nicht in der Basis stehen bleibt, wenn ihr beschossen werdet. Genau, das ist jetzt aus Capture. Immer noch Victor. Target destroyed. V-Dropper. Whisky. GZU. GZU. Ist ja nett. Ja, absolut. Aber weißt du was? Hättest du dich besser gefühlt, wenn wir sie ausgekippt hätten in der ersten Welle? Ja. Ich ehrlich gesagt auch. Ja, aber wir müssen ja auch mal ein bisschen Geld verdienen hier. Aber das bringt doch den richtigen Spaß, wenn man die Mechs schön auseinanderbrezeln kann. Finde ich jedenfalls. Also ich habe noch für eine Partie Zeit, dann muss ich in die Ballrechte. Ich muss jetzt schon weg. Ich sollte mal wieder eine Frau brezeln. Ey, du darfst bestimmt sehr viele Frauen mit Brezeln verwöhnen. Ab in die Küche. Ja, wer weiß, unter Bierchens Zuschauern im Spiel, rette ich dich, Jungs. Weil wenn du gehst, komme ich nochmal rein. Du könntest deine Nummer in den Schnee lasern. Ich Sträuchi jetzt auch raus, oder wie? Ich gehe. Gute Nacht. Schlaf gut, Sträuchi.
Ja, ich bin dann auch mal zum Cooldown. Gute Nacht, Asriel. Danke. Gute Nacht, Asriel. Gute Nacht. Ich brauche noch ein bisschen Wissen. Gleich mit Dragon, der wird mal als Deployed angezeigt. War der heute schon ein TS? Aber Asriel, du musst also rüber aussteigen. Was? Rübersteigen? User disconnected from your channel. Ich geh schon mal. Lass gut sein, Wolf. Rübersteigen? Ich stehe auf Ready und bin mal kurz AFK. Bis gleich. Hallo, schieß uns ab. Wir haben Strafe für Schrimps. Wollte er eine Strafe für Batzen geben, weil er meinen Arti gerade. Genau, für Selbstmord. User disconnected from your channel. Dass ich das Heer angeführt habe an der Stelle kurz. Standard. Extreme Brawl, oder? Jo. Tale Eben Jakes. Komm und werden dich schänden. AC 20 mal, oder? Machen wir Split Push wieder. Ich erwähnt, dass Schänden mein Lieblingswort der Woche ist. Mega Puppet Team. Achso. Was ist denn wohl gesagt? Schänden? Ich müsste auch mal wieder eine Frau schänden. Oh meine Güte. Das sind Sachen, die ich nie in den Mund nehmen würde. So, was denn dann? Talon, du sitzt im Handspeck. Ich weiß, welche Körperteile ich von der Frau mal wieder in den Mund nehmen sollte. Sie ist auch auf kleine Knöpfe, gell? Ich habe es. Sind wir eigentlich immer noch auf der Sendung? Ja. Manuse, du sitzt im Linebacker. Komm mal AFK kurz. Gut. Ich grün, wie hat dir denn eigentlich der Abend gestern gefallen? Bitte? Hat dir denn eigentlich der Abend gestern gefallen? Ich hatte das Gefühl, du warst von unseren Gesprächen hellauf begeistert. Wahnsinn, ja. Total. Ja, während sie drüber gesprochen hat, hat er das alles gemacht. Was? Nix. Die reden darüber. Ja, ich glaube, für Grimm gibt es in seinem Heimatort auch eine WhatsApp-Gruppe. Und Countdown Finger. Nee, also. Ihr habt da ein bisschen zu viel Zeit da in Hessen, in diesen kleinen Dörfern, glaube ich. Ihr müsst mal da ein bisschen mehr arbeiten. Inzest betreiben, wie man das in Bayern so tut. Nee, schon die letzten 50 Jahre nicht mehr. Weil es Straßen in die Berghöfe gibt. Ja. Aber ihr macht es ja noch wunderbar in den 2000ern. Mit Tieren. Ja. Darf ich dich an diese Zeitungsausschnitt bei dir erinnern? Den, wo du alle kennst. Menschen. Er war eigentlich ein ganz netter Kerl. Nur, dass er halt der mit Pferden, ja. Steifel, Alter. Immer gut für ein Glas Stutenmilch. Da stelle ich mir lieber Bierchen vor, wie er mit der Pferdemaske in seiner Küche sitzt und kalte Schnitzel isst. Hey, dachte, das ist Batzen. Ein paar Kumpels von mir hatten mal eine Band und das war sau lustig. Immer wenn die aufgetreten sind, ist halt ein anderer Kumpel von uns immer bloß in Boxershorts mit einer Schweinsmaske im Hintergrund gestanden und hat dazu getanzt. Ja. Und ich rate, die haben keine Symphonien aufgeführt. Nee, die haben Metal gemacht. Ich hätte fast auf die Kassierer getippt, aber... Bei den Kassierer, da geht der Wolf immer hin und die Faust dem Gitarristen in den Arsch und dann wirft er den Latex-Handschuh war angehabt, dann wirft er ins Publikum und der erste Typ, wo Wolf, wir sind immer noch auf Sendung. Und der erste, wo den Handschuh im Mund auf die Bühne bringt, bekommt eine CD geschenkt. Ja. Das machen die immer. Revo. Ich weiß, ich war auch schon auf ein, zwei Konzerten, aber ich habe mich bisher immer dafür entschieden, einfach die CDs zu kaufen. Das ist, glaube ich, besser. Kurze Frage, welche Gott, Band? Ach so. Die Kassierer. Ah ja, das sind auch irgendwie ziemlich seltsame. Leute, Funkdisziplin. Lass die schwulen Punkbands jetzt mal beiseite. Ich frage mich auch, warum. Warum wird eigentlich in dieser Einheit nie über gute Musik gesprochen, wie zum Beispiel Mozart oder Tschaikowski? Behemoth. Ja, geht auch. Oder Wagner eben. Ritter Walküre, das wäre doch jetzt mal hier ein Sound für. Genau, dann habe ich auch gedacht. Jetzt alle mal. Ghostbusters! Okay, jetzt reicht's aber. Nee, aber dann lieber der Ritter Valkyrien, das wäre doch jetzt was, ey. Das wäre. Ein Push müsste es einer immer laufen lassen.
Ihr könnt den Ritter Bravo und Bravo und Charlie auf Beta, Alpha auf Alpha, wie gehabt. Und ich brauche einen, der mit mir läuft. Wen haben wir denn da? Schrimpi, du läufst bei Alpha mit. Wenn der Gegner das hören würde. Ah, lass mich durch! Vergesst Override nicht. Okay, Alpha, wir machen jetzt auf. Ich habe übrigens. Ich will wieder alles abkriegen. Ja. Moment, Alpha. Ich habe ganz extreme Short Range, also ich muss hier auf Du bist bei Alpha. Schrimp aber auch hier irgendwie. Ja, ich sollte ja mitkommen. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt mein Lörm Laserboot mit gerade. Das habe ich leider nicht gesehen. Ja, eben. Du übernimmst rechts, Skelle. Okay. Ich habe auch so einen richtigen Curry-Pika-Mech dabei. Kusi, du bist da ein bisschen ungünstig. Ihr spart euch die ATMs für Power kriegt immer so down. Gut, ist offen. Geil. Alter Schwede, das geht ja so, gar nicht. So, Alpha, komm bei. Jo, zur Schutzposition. Was ist der Plan? Hört auf, Grimm. Wir gehen von beiden Seiten auf die Mitte. Alpha geht erst und wenn nicht mit drin sind, geht ihr rein. Seid ihr soweit rechts? Ja. Okay, wir starten links. Rechts warten noch. Links starten. Los, Alpha, renn. Right side, wait. Watson erstmal zur Tasche. Okay, rechts rein. Right side in, to the middle, fuck thick. Guten Appetit! Nicht in die engen Pässe laufen, wir freuen uns, die neben gut, uns dann. Hier, ich hab also auf dem Weg. Okay, mehr Alpha versucht Ocean 3 zu kommen. Knallen den raus und nehmen Ocean 1 raus. Hier links, das Tour nicht vergessen. Hier, Bravo, linke Seite. Charlie! Vorsicht, eine Teamgeschoss. Flyout! Hier, wie? Rechte Schulter nach Charlie. Dora, bin ich dran. Hinter den Fenster. Schrimp, wir holen uns die Crab, der Rest beide zum Motor, bitte. Crab rechts. Right side, Foxtrot. Das ist noch ein gutes Dach, Echo. Weiter. Echo. Achtung, India ist firing Echo. Windet hinter dir. Hinter uns. Was hinter dir? Ich weiß nicht, bitte. Man muss ja. Foxtrot, linke Schulter. Okay, link. India. Am linken Ocean. Hotel ist Center auf. In der deutsche Encampment. India Center. Danke, Bierchen. Immer gern. Heinrich. So. Bierchen da weiter. Ah, shit, hinter. Ich bin da, was denn? Soll ich mitkommen? Oder? Nimm den ersten Ocean raus, wenn es. Hier, Jason. Ja, wenn wir das in erster Welle erledigen können, machen wir das. Achtung, man muss ja nicht von Ocean stellen. Dito, Achtung. Vorsicht, Schrimpi. Bin auf Gustav. Ich geh mal vom Schrimpi, geh vom Ocean weg. Nee, machen das schon. So, jetzt nicht Ocean 1 vom. Bravo, zieht schon mal zum nächsten Ocean. Ocean 1 ist down. Gut, dann ab 2. Kommen die Retropper rein? Ja, Nordpol. Atlas. Links steht schon Kilo. Immer auf die linke Schulter. Gut. Noch Kido. Kido Center. Ah. Dahinter Otto. Ja, ich bin auf Seite. Otto. Kommt Papa gerade. Ja. Bin nicht hinter die Konstruktion. Papa. So, jetzt schnallt das Ding raus. Achtung, hier Roder Marode, du blockierst alles. Orange kriegst du da. Ich? Kann gar nicht sein. Naja, zumindest für mich. So. Und dann kam vor der Dime Omega raus. Ja, wir machen Schicht im Schacht. Dann kriegen wir noch ordentlich Siege. Bullshot. Jawohl, ich bin bei 150% Heat, glaube ich. Das war jetzt sehr brutal. Ja, das war wirklich schön brutal. Das haben wir sogar vorhin gegen 6er IREX gemacht. Mmh. 50.000, ey, Leute.
Ja, ich habe 600 und das ohne Premium-Zeit. Ich habe Premium und Tournament-Supporter. Ich habe 776. Ja. Premium, kein Tournament-Supporter. Sorry, Tal, was ich reingelabert habe, weil du hattest die ganze Zeit einen Warhammer im Rücken, als du da rechts. Immer das sind meine Erstverkleidung. Ich habe 107 Team Level. War noch nicht safe. Holla, die schön, haben wir 68 Siegespunkte jetzt. Wie viel brauchen wir für den Planeten? Weiß man vorher nicht. Ach so, kommt drauf an, wie viel die anderen haben, ja. Die Units, die Saphir, die am meisten haben. Ja. Ich habe auch noch 2 Spiele gewonnen vorher. Ja, das sind 2 Siegespunkte. Waren bei dir in den Gruppen andere Units? Die Irex hatten wir 3-mal am Anfang. Ansonsten. Ja, okay, ein Drop geht noch. Ja, komm, Wolf. Ja. Du hast gesagt, wir holen es, dann muss auch mit durchziehen. Aber ja, man schnell. Kann ja nicht Sachen ansagen und dann abhauen. Ja, ich bleibe noch da. Aber langsam wieder das Bier alle und ich muss noch zumindest einmal noch Escape spielen. Ready. Grimm? Du sitzt doch sowieso nur wieder rum und wartest auf Büsche. jetzt habe ich ein bisschen Alkintus, das heißt, ich werde ein bisschen mutiger. Oh, Scheiße. Oh, shit. Lass die Assaults weg, ja. Hat jeder eine Shadowcat? Ja. Doppelpeps. Ja, ist scheißegal. Da können wir direkt rüber hüpfen. Keine Shadowcat. Long Range und eine Shadowcat, oder was? Ja, Shadowcat und dann Long Range. Also, ich hab was Hüpfiges, aber es ist keine Shadowcat. Ich müsste den Cheater mitnehmen. Ja, dann machst du das. Was willst du mit der Shadowcat machen? Longrange? Drüber hüpfen, nein! Ranlaufen, drüber hüpfen. Also, die Shadowcat Brawler wäre gut, wenn ihr habt. Large Pulse Laser und 6 Machine Guns, jawohl. Ich hätte einen Viper Brawler. Ich könnte auch den ATM Handshake mitnehmen, der kann auch springen. Ist zu lahm. Arctic macht 90. Ist auch okay, meinst du? Ja, dann ist okay. 90 passt, ja? Ja, passt. Warte mal jetzt. Ach. Ich würde auch eher eine Viper nehmen, wenn das okay ist. Ja, geht auch. Viper. Und ansonsten Midrange oder Long Range? Ansonsten Long Range, wir müssen in der ersten Welle nicht hinkriegen. Könnte ich auch eine Nova nehmen? Eine Brawler Nova? Klar. Okay, gut, dann nehme ich die Shadow Cat. Also 50 Tonnen Nova. Achso, Nova geht nicht? Ist doch viel zu lahm. Da kommt dann mit der Shadow Cat nicht mit. Arctic Cheetah, Shadow Cat. Es geht doch darum, dass wir direkt durchlaufen, gar nicht lang aufmachen, drüber hüpfen. Links, alles was über 100 läuft. Und dann können wir, wenn die dann wirklich mit Battlemaster stehen, dann können wir die auch direkt wenn wir ein paar einzelne bisschen wegbrawlen. Eben, weil die können nicht schnell genug feuern, die laufen heiß. Mhm. Aber zurzeit haben wir noch gemischte Dropdecks, oder ist meine Anzeige kaputt? Ja, ich baue mein Dropdeck gerade um. Ja, ich hab doch, ich hab doch. Oder habe ich nicht... Also noch eine Minute, ihr müsst auf die Shadowcats und... Ja, bin ich doch schon lange. Also du hast schon einen Linebacker, jetzt hast du schon Ebon Jaguar, jetzt hast du Shadowcat. Hat ihr jetzt eine Shadowcat? Shadowcat? Ich hab eine Shadowcat. Was ist mit dem Puck Viper? Sehr gut, oh, der hat ihr gehört. Ja, hat er geschrieben, Roger. So, das wird jetzt quasi eine Blitzschändung. Wenn es klappt, ja. Naja, das könnte auch in die Husi gehen. Husi beleidigt. Komm, gib. Das verdient noch ein derbe Hamburger Kommentar, oder? So, was ist denn los? Och Mensch, Fusi. Hast du es wirklich nicht gehört oder ignorierst du es dezent? Ich hab's echt nicht gehört. Was hast du gesagt? Nein. Schrimp hat gesagt, das wird jetzt eine Blitzschändung. Ja. Na, hatte Wolfgang, das könnte aber auch in die Husi gehen. Oh. Ja, keine Ahnung. Husi wird jetzt ein langes blondes Haar schütteln und das einfach abschütteln. Genau. Das hat ja nichts mit Husi zu tun, kann ich doch immer so ein nettes Wort spielen. Ja, war's beim auch. Beim Wolf, da steigt der Druck einfach ins Unermessliche. Ja, okay. Aber ich kann dir da Tinder empfehlen. Du musst Tinder haben und natürlich in der angesagten Gegend wohnen. Wo wohnst du nochmal? Nee. Ich wohne am Dorf. Wenn die Fenster auf, muss ich eine Kuh. Leute, wir sind auf Sendung. Ja. Wir machen das ja so eine Art Kuppelshow, vielleicht kriegen wir Wolfer Kuppel. Hör auf, in der Arbeit haben sie schon mal bei Sat1 Gold, bei dem Herzblatt, mein Ding angemeldet. Das finde ich auch so witzig.
Dich jetzt? Mein Kumpel hat mich mal verkuppelt mit seiner Sparringspartnerin. Hessenmeisterin in Jiu-Jitsu Fliegengewicht. Schick. Eine total durchgeknallte Russin. Oh, Russinnen. Da mag ich die Wahnsinn. Valeria. Valeria. Guckt ja wie ein Kinofilm. Valeria, Walli. Valeria, darf ich deinen Stalingrad nehmen? Hier, ich erzähl's dann dir, der nicht mehr da ist. Oder das Ding aus ist. Die sehen aber, mit was wir jetzt kommen, gell? Ja. Die sagen jetzt Scheiße und wir haben alle aus Holz. Sind aber teilweise Pucks, die wir vorhin schon hatten. Dieser Tigerius, Alter, IK. Ja? Die Strategie, wir springen übers Tor und machen erstmal alles platt an Generatoren und so. Oder gehen wir gleich außenrum durch nachts? Ja, das überlege ich auch noch. Ob wir sie mit 12 Mann die Feuerlinie rushen? Sensors online. Weil die können ja kein Dauerfeuer aufrechterhalten. Die können ja so schnell keine Feuerlinie aufbauen. Pass auf, wenn die mit Battlemaster dastehen, so eher Ladestrecker Scheiße, dann laufen wir direkt über die Mitte auf die Truff, Torso twisten und holen uns die Wichse. Genau, Beinchen und wenn ihr in den Rücken kommt, auf den Rücken. Wir müssen das rechte Gate springen. Das rechte? Ja, also links einfacher mit springen. Ja, gut. Ja, geht auch. Ja, links, left gate, und dann jump over the gate. Denkt dran, wenn ihr drüber gesprungen seid, müsst ihr euch sofort umdrehen und den Turret dahinter bleiben. Mhm. Und ganz wichtig, haltet ein bisschen Abstand, dass ihr euch in der Luft nicht wegschüttet. So, Stafette, minimal Abstand halten. Haut das Mess rein beim Springen, bevor ihr abdrückt. So, und weiter, Jungs. Kriegt ihr schon Beschuss? Nein, Entschuldigung, das war ich. Ich. Weiter. Und hört auf mit diesen Tests. Das macht mich wahnsinnig. Nee, tut mir leid. Und nicht schneiden. Schon gleich beim Anspringen. Das Tor anschließen oder gar nicht? Nein. Scheiß auf das Tor. Scheiß aufs Tor, durchlaufen. Ich brauch Tore. Drüber hüpfen, die Turrets nicht vergessen, die linke Turret noch platt machen. Schön. Und wo stehen sie? Ganz hinten, wir sind richtig. So schnell. Warte mal. Hier. Wollen wir doch eine Tür aufmachen, damit wir nicht gleich noch Schwierigkeiten haben? Ich nehme mich um, ich mach's auf. Ja, gut, dann sammeln wir uns hier. Mach das, dann knallen wir doch erstmal das Power-Grid aus. Gibt dir vielleicht auch noch mehr Zeit, sich zu verteilen. Dann können wir wieder. Dann. Hören wir uns auf. Von innen geht's wieder einfach nach. Ja. Ja, mach ich. So, jetzt das Speed. Kurz sammeln. Ja, Batzen vorne warten. Wir wissen jetzt, dass wir links kommen, sollen wir durch die Mitte durchrennen, durch diese Canyons. Wir könnten auch nochmal wechseln. Machen wir genug Zeit. Wisst ihr was? Wir laufen wieder zurück, wieder nach E6 und dann laufen wir die Mitte. Ist eigentlich eine gute Idee. Ist total gaga, es gefällt mir. Ja, weil die haben sich jetzt positioniert da. Wen haben wir da hinten jetzt verloren? Batzen, das bist du. Hast du aber böse gekriegt, Eber. Ja, da kamen 3-4 Mix. Die wussten ja, dass wir da hinkommen. So, okay, ja. Bist du jetzt ganz rechts oder Mitte? Direkt Mitte. Durch die Canyons. Da darfst du den Tor davon nicht vergessen. Straight to the middle. Von der Mitte nach rechts verlagern, oder? Dann pushen wir hoch und pushen rechts an Omega vorbei. New Target acquired. Wir pushen zu der Mitte und den Right Side Omega. Moment, UAV geht hoch, wir haben hier was in der Flanke. Aber ignoriert das, die sollen ruhig da stehen bleiben. Hier rechts vorbei pushen, dann holen wir uns auch schon 1 und ziehen hinten hinter Omega. Vergesst ihn. Nicht stehen. Ja, Turrets und rutschen an einen Start. Ich hab schon einen Arm verloren. Ja, wir kriegen von hinten gut was mit. Weiter. Dann dreht der letzte sich um. Zieht hinter Omega eine Abdeckung. Wir haben einen Battlemaster hinter Omega. Dann einer bei Gustav. Battlemaster Gustav. Versucht in seinen Rücken zu kommen. Ich werde mit dem Gs auseinander. Der wird mich schon fast offen. Scheiße, vergiss.
Seht zu, dass ihr linken Ozeans wegkriegt, Jelle. Nicht facedecken, meine Fresse. Nicht stehen bleiben, ihr seid zusammen völlig stehen bleiben. Ocean 1 weg. Hier jetzt noch den anderen Ocean. Down. Gut. Ocean 2. Try to kill Ocean 2, guys. Fuck. Schön, Jungs. Wenn ihr jetzt noch den 2 rauskriegt, bin ich echt zufrieden. Focus on Ocean 2, Ocean 2. Ist, glaube ich, down. Ja, wunderbar. Ist down. Dann macht noch Schaden am nächsten, so viel ihr könnt. Verdammt, Battle Pass auf meinem Rücken. Jo. Ah, und ich habe den Override vergessen. Schade, naja. So, beim abgeschützten Schiff sammeln. Override nicht vergessen. Hey, wir haben hier noch jede Menge drin. Kriegt ihr auch wieder noch weg? Hey, ich bin leider über die Mauer geflogen und geht's ins Stalker. Die rechte Schulter. Schöne Nummer, Jungs. Wirklich schöne Nummer. Ja, das fand ich jetzt gerade auch sehr witzig. Ich glaub nicht, dass die damit gerechnet haben. So dicken halt, oder? Wenn es nichts macht, wenn es SMs und so hat, dann können wir die Oceans auch den Ocean, den Omega auch erwähnen. Uzi. Ja? Beim Landungsschiff habe ich gesagt, egal, jetzt haben wir uns erwünscht. Ist schon gut. Und niemals mit die linke Seite anlaufen. Da kannst du mich von wer weiß der Geier wie weit besnipert werden, aber egal, jetzt auf zur Ridge, ich komm auch hin. Die noch aufmachen, oder? Rechte meine ich, oder nicht? Also rechts haben wir halt B-Wurst. Wir sollen uns erstmal in der Ridge, dann sehen wir weiter. Willst du jetzt mit der Wave Damage machen oder gleich den Omega? Wir knallen raus, dann kriegen wir noch ein Spiel hin, oder? Ja. Das wäre super. Wir kämpfen uns vorher und sobald wir Luft haben, knallen wir Omega raus. Also mittig sind alle Turrets draußen. Jetzt wenn wir halt nochmal so eine Wave hätten, könnten wir es echt beenden. Nochmal Lights, das wäre natürlich. Dann hätten natürlich zwei Assaults und zwei Lightwaves, das wäre natürlich cool. Ja, das hätte ich vorher wissen müssen. Ja, aber ich leider erinnert. Mit dem ganzen Ejecten haben wir sogar 7 von ihnen rausgenommen. Und keiner hat mehr gebraucht wie 50 Tonnen, das war schon eine echt schöne Nummer, Jungs. Ja, 8. Also Leute, ich hab den Sammelpunkt verlegt auf die Witch, gell? Okay. Ja, klar. Ja, also nicht, nicht das rechte Tor aufmachen. Willst du aufmachen? Nee, ist was. Können wir auch, dann ziehen wir gleich rechts um. Wir haben jetzt Ranger, oder? Ja. Doppelgas. Ja. Dann lauft rechts, macht rechts das Ding auf. Danke. Gut, ich mache hier hoch, ich mach's auf. Die dann nicht nach Feuer. Oh doch, die bauen mir eine Feuerlinie auf, tatsächlich. Möchtest du einen wechseln? Warte mal, ich look noch mal rein. Jetzt sehe ich nur einen. Sollen wir mit mir auf der Rampe? Ja. Ich bin ja auf der Rampe. Ich auch. Gut, dann macht ihr auf, ich beschäftige Foxtrot. Boah, warum ist denn mit vorne rumlaufen? Versucht hinter den Vollspielvampir nicht mehr auf und ab. Entschuldigung. Gewohnheit. Ist offen, ab zum Tor, Jungs. Hier, Husi, du kannst von da aus gleich das Ding raushören. Grimm nicht vorlaufen! Du läufst Husi ins Feuerfeld, na egal. Gut. Husi stand doch schon perfekt für das Ding. Können wir die Tore draußen haben? Ja, aber da stand doch der Husi schon für parat. Friedrich geht. So, kurz verzögern, Grimm. Und dann alles zusammen. Und los, Jungs. Feuerkonzentration. Wir nehmen die auf dem Weg mit. Rechts rum. Aber auf Kampf aufgeteilt. Okay. Wenn da nur ein paar steht, können wir auf Mitte wechseln. Aber ich sehe es noch nicht. Dann haben wir kein Kreuzfeuer. Gut. Ludwig ist schon ziemlich durch. Taste. Dranbleiben. So, zieht vorbei, Jon, ich guck mal nach links. Ah, Ebon Jagd. Oh, sorry. Oh, fuck. Weiß ich, das war schon. Hinter uns folgt was.
Frage, schießt das oder war das einer von uns? Weiter hoch. Ich habe doch gesagt, Jo und ich machen das. Weiter hoch. Ich ja nicht stehen bleiben. Mhm. Alter. Friedrich der RCT. Ihr habt ein UAV über euch. Party raus. Kommt da wer rein? Jetzt so. Nein, über uns ist eins. Weiterlaufen, Hunchback. Rechts in Deckung gehen. Der hinten ist down. Martha. Ich bin drauf. Sehr schön, Uzi. Nächste. Luther. Fertig. Ja, dann geh rechts hier in Deckung, da bin ich auch. Oh, ey, Kaiser, hör mir jemand. Theodor. Pengu. Achtung. Was ist? Oh. Kaiser, hab ich gar nicht gemerkt. Ja. Hat sich da wohl versteckt. Halt ihm den Rücken weg. Schon danke. Geschehen. Hier, Ohrhelmer. Ja. Theodor, X-Ray. Was war das denn für ein Nummer, Uzi? Oh, shit. Ich bin wieder in den Trap. Ich bin ein bisschen aufgeschlagen. Verdammt. Nordpol der Warhammer. Achtung, rechts von dir ist auch noch was, Windet. Ein AT auf Zulu. Wir kriegen schön AT hier rauf. Könnt noch einen von euch, schmeißt du. Hinter uns? Da ist ein Bus, ja. Linke Schulter und Center streichen. Kein Problem. Vorne Zulu, Bounty Hunter. Warum räumen wir den mal weg und dann können wir das beenden. Zulu ist mitten offen. Los, da ist nur noch einer bei Omega. Und im rechten Aufgang ist was hier. Hier, Atlas kommt, Alpha. Toys und ein Bushwacker. Alpha, Atlas. Flamehound, der kommt mit Flamehound, Vorsicht. Ich geh jetzt ein bisschen auf Omega, es ist oha. Okay. Ja, ja, mach's raus, mach's raus. New target acquired. Ach, nein. Charlie, linke Schulter. Ja. Leute, wenn mehr Leute auf Omega gehen, haben wir es gleich durch. Ja, ich bin gerade dran. Ich werde wegmacht, weil ich nur drauf schieße. Ja, ich schieße halt drauf. Helf mir bei Omega, Leute. Okay. Wir können es beenden. Kill Omega, come on. Hey. Helf mal an Grimm. Ich lauf schon hin. Die alle nochmal zu Omega drücken. Leute, ich hau jedes Mal Alphas raus und schalt ab. Ich bräuchte vielleicht mal Hilfe. Ich lauf so schnell ich kann. Ich nicht, ich bin tot. Dann läufst du auch so schnell wie du kannst, nämlich gar nicht. So, oh ja, der ist fast down. Schick. Hin? Wahrscheinlich ja. Sehr schön. Schick. Oh, ich bin Mercenary Rang 9. Graz, Kaiser. Graz. Doch nach Graz. Schön, Jungs, nochmal 12 Punkte. Das könnte tatsächlich was werden heute Abend. Das war mal eine herrlich bekloppte Nummer. Ja. Habt ihr gemerkt, die waren sich echt nicht mehr einig, wie sie verteidigen sollen nach dem ersten Ding? Diesen Vollpuck kaufen, nicht mal zwei in einer Unit, natürlich waren die sich nicht einig. Ich glaube, das werden die wahrscheinlich auch so vorher noch gar nicht erlebt haben. So häufig ist das ja nicht, oder? Also habe ich jedenfalls das so noch nie... Das war bei Phase 3 fast mal Standard. Shadowcat, Sprungrasch. Ernsthaft? Okay. Ja, da gab es noch keine Turrets. Ah. Oder Ende Phase 2, Anfang 3. Wegen so Dinge haben sie ja massiv Turrets eingeführt. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Dann... Ready up, oder? Ja, wenn wir schnell ready machen... nicht danach Wasser abschlagen geht. Ich bin ready. Im Loading Screen. Ja, warum bringt denn meine Fremdliste jetzt auf? Wahrscheinlich will ich Xaxus oder Xachus adden. Ja, dann wärst du alert. Wir haben Reinforcement. Go, 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 go!
Los! Renn dir ab! Ich bin im Loading Screen. Ich bin da im Loading Screen. Liegt nicht an meiner Hand. Ich bin ein Bayer. Ich bin im Loading Screen. Ja, aber wir müssten ja eure schnellen Internetverbindungen finanzieren mit unserem hart erarbeiteten Mafia-Geldern. So, Tömerlin. Kalt, ja. Wechsel auf Nike Deck und LRMs 1 pro Welle mindestens. Hart und kalt. Beziehungsweise hitzeeffizient. Wolf, du sitzt noch in der Viper. Jungs, ihr sitzt alle noch in der Shadow Cat. Ja, aber wir auch so stellen müssen. So schnell geht das nicht. Ihr könnt eh zu. Ich bring Lörms in der ersten. Gut, wenn ihr wieder zwei. Ich. Achso, dann bring ich in der dritten. Gut. Oh, obwohl halt, einen Moment, was erzähle ich? Ich muss gerade nochmal. Oh, ich hab gelogen, ich bin doch wieder da. Okay, so, jetzt klappt's. 20 Sekunden noch. Oh. Welle 1, dann Bierchen, Lörms. Jawohl. Oder doch? Ich in der Welle 2, oder? Ja. Kannst du dich bitte mal entscheiden, Talon? Ist es zu spät. Ich wurde nicht mehr dran rum. Also ich bin jetzt Erste, ne? Bin ja. Also gleich ausgewählt. Dann schreibt man sich oben bei den Namen dran, was drin ist. Ich kann das so unterscheiden alles eigentlich. Direkt, wenn ich die Macs schon sehe. Obwohl die größtenteils sogar dieselbe Camo haben. Oh, die machen dauernd um, woher weiß ich dann, was da drin ist. Das kann keiner von mir verlangen. Geht ja auch so. Ja, das Bier ist aus, drum trinke ich Ingwertee. Ja, ich würde sagen, ich hätte eine dritte halbe Kaffee sollen, hey. Da schon 2 Intus und jetzt habe ich bloß eine 0,33 gewonnen. Oh nein. Ja, schrecklich. Ein Reagenzglas. Ja. Aber ist echt schlimm, hey. Bei Mech wurde er saufen am meisten. Ja, da hat man am meisten Zeit. Nee, das ist einfach, da bin ich immer so angespannt, ich bin immer so voll dabei, weißt? Ich bin immer so gefordert und jedes Mal, wenn ich eine Sekunde Zeit habe, um mich zu beruhigen, mal ein Bier trinke. Enemy Combat ID System online. Hosenrumpler. Schicker Name. 331er. 2228er. Auf die müssen wir aufpassen. Wobei, da kenne ich nur Johnny. Ja, Johnny. Johnny Firm Blake. Firmoff ist ziemlich gut. Der Hosenrumpler ist auch ordentlich. Der Sailor ist auch gut. Scheiße, Bayer, ich hasse den Typ. Was hat denn der für ein Problem? Ja, weil er der einzige Puck in der Gruppe ist. Ja, dann ist er schuld. Ja, das bleibt er. Wenn wir verlieren, kann man sie auch. Bios 303 ist ordentlich, ja. Ja, und der spielt auch furchtbar viel. Wenn du Nachmittag spielst, kriegst du ihn. Wenn du Nacht spielst, kriegst du ihn. Den habe ich noch nie gesehen. Keine Unit. Der spielt furchtbar viel. Den habe ich mal eine Zeit lang zu meinem Erzfeind erkoren. Aha. Hat er dich geschlachtet, oder? Keine Ahnung, er hat mich als getötet. Und ich habe ihn als getötet, weil er als spielt. Dann habe ich irgendwann auf seinen Namen geachtet, dann war er überall. Dann fühlte ich mich irgendwann getriggert. So, kommen wir rechts zusammen. F6 die Gegend. Man reach for Fox 6 and then we push the rest side. Der Feuer ist. Ach, kein Scheiß. They won't arrive. Genau. Ja, pass auf, das ist eine heiße Karte, gell? What is override? Vielleicht krieg ich hier schon. Mhm. It's a trap. Alter, was ist das für eine scheiß Idee gewesen, hier rüber zu laufen? Oh nein, Talon hat es weggelernt. Ja, Talon hat schon richtig auf die Fresse bekommen. Ja, hast du kein AMS drin oder was? Hey, ich hab Large Laser gekriegt, wie Sau, krieg ich die ganze Zeit. Ich hab AMS. Irgendwie so eine Krankheit, hey, ich hab AMS. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ach du Scheiß, wie hast denn das hingekriegt? Gehen alle da, weil du gesagt hast, lauf da rechts rüber.
Wir waren dann. Ja, da waren noch mehr. Dann läuft man Entdeckung. Wo soll ich denn Entdeckung laufen? Da gibt's keine Entdeckung. Die anderen haben es doch auch hingekriegt. Ja, dann wartest du Entdeckung, bis die durch sind. Meine Güte, dann sind stumpf weiterlaufen. Meine Fresse. Du hast doch gar nicht, du hast doch gar nicht gesehen. Natürlich, außerdem ist auch schon oft von da gestartet. Das geht alles, da musst du nur durchlaufen. Torso-Twisten, so, rechts weiter, Jungs. Bleib da rechts dran, Wolf warten, Grimm warten. Bleib da im Hauptteam dran, Bierchen. Ja, ich wollte nur ein Stück weit mich zurückfallen, das mache ich ja die ganze Zeit. Dann pushen wir auf eine Ecke drauf, Feuerkonzentration, mit Lärm. Und du versteckst dich erstmal in der Dropzone. Und die vorderen rechts. Okay. Da sind sie. Daran links, die vorderen. Die rechts drücken jetzt rechts weiter. Die links schwenken nach links ab. Oder was ist los? Ja, Delta 6, 3 Assaults, Echo 6, Heavies and Assaults. Oh. Like boy, hier, Charlie, lass regnen. Rechts weiter drücken, links halten. Links halten, rechts weiter drücken. Richt. Rechte Schulter. Artillery Strike raus. Hallo, Dora. Ich zieh durch. Dora wegmachen, der habe ich jetzt im Rücken. Jo, Center. Manchmal Center. Down. Fuck, ich bin gecentert. Dann lass mir das vorgehen. Nächstes Ziel, Leute. Rechts, Charlie. Linke Seite weiter drücken. Alon, du solltest doch in Deckung bleiben. India kriegt. Achtung, Greater Schuss. Dann müssen wir drücken, India. Hier links weiter drücken, dranbleiben. Oh, Schrimp. Schießen wir wie, dass es jetzt so sehr abgeht. Da oben Fox. Hier, Echo und oben Foxford. Ja, aber es ist ziemlich durch, ja. Wenn ihr nicht da reinrennen, gell? Die stehen da drin massiv hin. Weiter nach rechts, Jason, den Zeus. D6 kommt. Kriegt. Bleib Center. Gesentert. Geh vorbei, bleib dran. Achtung, ich hüpf hoch. Bleib da nicht dran. Sange, die Schweine. Nicht so nah an die Dropzone. Dort, Cäsar. Weiter hier. Kilo. Na, okay. Und Cäsar. Fuck, ich krieg von hinten. Ich dachte, ihr seid an mir dran. Redropper Base verteidigen. Ja, geht klar. Hier, Hotel. Desert City. Destroyed. Gustav. Gustav fällt weg. Okay, Ziel. Links Hotel, die Grab. Achtung. Achtung, wir haben einen Kilo in der Flanke. Da brauche ich noch einen, der mit mir auf den Kilo. Bin drauf. Ich von rechts da, wer zu King Grab geht. Weiter, Jungs, sagt Zielweisen. Hier, Kilo sind da. Jawohl, schön für die Wand. Ja, egal. Hinter uns, Ida noch, Ida. Weiter drücken, Jungs. Ach, jetzt hat er mir die Lärms rausgeschossen, das Ferkel. Vorsicht, wir kriegen's fett in den Rücken, wenn wir hier droppen. Was war das? Die 4. Die Nora. Das ist 2. Warhammer und noch einer. Base 50% captured. Unsere Base wird ganz abartig gecaptured. Ja, ich bin dran. Die Reedropper kommen da jetzt so schnell nicht hin, oder? Ich bin in der äußersten Zone gelandet. Ich muss hier 5 Quadrate durchqueren. Habt ihr vorne aufgeräumt? Richtung E6 umdreht. Nora City. Also ich kann mich mit dem nicht mehr anlegen, ich bin fast durch. Joey, Leute, ich dachte, ihr geht auf Basis. Es geht so schnell an, wie es geht, wenn ihr irgendwie könnt. Okay. Oh, jetzt. Das sind 2 in der Base. In Usi und noch mehr hier. Alter. Schießt sie, ich komme jetzt auch. Ist bei dem Bein, aufs Bein bei dem Assassin. Das ist unbedingt den ab, ja, hab ihn. Weiß ich! Jetzt werde ich auseinandergepflückt. Weapons online.
All systems nominal. Bin jetzt auf Quebec. Alpha, du bist der Wolgrim. Okay, hey, und jetzt, wir brauchen ein Base Guard. Ja. Nur als Frage, sollten wir nicht alle die Base jetzt campen und so? Was? Ja, die haben Killi, das ist voll scheiße gelaufen. Ah, ja, okay, das stimmt. Wir haben uns letzten Jahr das hingekriegt. Ja, da waren welche in der Dropzone, die ihn gefarmt haben. Ja, du bist gedroppt und hast ein Center hinten. Ja, da wirst du wohl einen hinkriegen. Ja, was wollen sie da machen jetzt? Kritisiert das. Versuch das mal, das war. Das scheiße gelaufen. Ja, total scheiße. Ja, hilft ja nichts. Hier links, geh weg. Also, ich mach Base Guard. Brauchst du noch einen? Nee, das lassen wir alle machen. Ja, alleine letztlich. Ja. Dann ist. Jungs, die haben hier Large Laser. Links drücken. Ich hab Medium Bulls. Setz erst rechts hoch. Nein, ich meine, wohin laufen wir? Die farmen unsere Dropzone links nach vorne. Ab. Feuerlinie nach links, kommt F4, versteckt euch da, macht eine Feuerlinie. Ich habe nur mit Ulse, ich kann eh nicht vorne großartig mitkämpfen. So, und rechts die Arktik, ihr müsst auf die gegnerische Basis forschen. Okay, dann wechseln kommt wir. Kommt jemand mit nach links, weil ich glaube, ich werde jetzt gerade auf dem freien Feld allein abgeschossen. Ihr dürft nicht ins freie Feld. Ja, warum bist du auf freie Feld? Ich habe gesagt, hier links hinstellen, ja, links hinstellen, in Deckung und Feuerlinie bilden, da wo wir da jetzt schon alle stehen. Warum raschen wir auf keine Feuerlinie? Haut ihr raus? Ja, die rechts der Arktik. Arktik, go for enemy base, please. Verstehen wir nicht warum? Der wird gerade selber abgefarmt, also nicht abgefarmt, aber der hat zwei Gegner am Arsch. Wir halten uns jetzt in dem Eck mit Long Ranger. Ja, was willst du machen? Die Long Ranger stehen jetzt hier links im Gefecht. Über E4 würde ich raufgehen. Da kommen wir doch gar nicht mehr hin. Hält sich jetzt wahrscheinlich gleich wieder der Rücken auf, oder? In der Mitte tummelt sich jetzt was? Schaut nach dem Battlemaster aus. Komm hier irgendwo raus. Dann zieht euch komplett über die Base zurück und geht's rechts rum. Bringt ja nichts, wenn man festgenagelt. Nee, das Problem ist, wir haben nur zwei Mann, die zurückschießen. Der Rest hat scheinbar keine Reichweite. Ja, das gilt in meinem Fall. Mit Range Brawl Hobby. Eben, ja, ich auch. Schulter offen. Yeah, we know. Also ich gehe jetzt zu unserer Base, weil ich... Alle, die keine Reichweite haben, verpissen sich jetzt zu unserer Basis und sammeln sich da und gehen rechts rum. Der Rest, der Reichweite hat, bleibt hier bei mir. Komm, ich farm hier in der Dropzone. Ihr habt die Farmbatzen. Bierchen, hast du auch keine Reichweite, oder was? Nee, im Nanook bin ich. Zwei Ultra AC-20. Arti ist raus. Gute Arbeit, Batzen. Oh, super, Batzen. Sauber, Euda. Da schon einer. Rechts. Los. F4 rein. Bin gelenkt, ich komme nicht mehr zur Base. Ich muss hier Leute, wir müssen jetzt den Batzen raus, sonst haben wir gleich nichts. Droppst du mit? Nein! Hinten sammeln und rechts rumdrücken. Ja, okay, komm, ich bin schon hinten. Lass uns umdrehen und überwinden. Dann müssen wir jetzt anfangen, nicht wahr? Laufen und so. Ich bin auch dafür, weil sonst Batzen droppt gleich wieder und ist gleich tot. Dann sollten wir nicht rechtsrum jetzt drücken, war das nicht der Gedanke? Ihr drückt rechtsrum genau. Auf die gegnerische Basis. Ja, dann okay. Sollten wir jetzt laufen. Was machst du denn mit der Basis die ganze Zeit? Das spielt doch überhaupt keine Rolle. So, hier kommt. Natürlich! Wenn sie wegkämpfen, dann gewinnen wir. Hallo, wir uns jetzt. Ah, Gottes Willen. Ganz ruhig. Wir sind da, wir kommen. Mit allem, was wir haben, ja. Ich bin da, ich stelle mich direkt neben. Caesar. Ups, sorry, wer auch immer da links neben mir steht. Airstrike. Mann, hey, die spielen echt das schlecht. Achtung, die machen uns halt durcheinander, das ist das Problem. Ich kann das alleine hier nicht. Halt, du schießt die in der Base. Ja.
bin dabei, ja, aber ich wechsle jetzt nach links. RP gleich. Um die Base zu defen. Ich sag Ziele an. Wenn wir die jetzt wegmachen, haben ja, wir das Ziel. Ja, Quinn, geh direkt auf die Base. Direkt drauf, schieß rein, was geht. Halt mal Jünger auf, die sind sich frei. Hier, Yankee. Ah. Zu spät. Kann man nicht so schwer sein. Nee, das sind ja drei Leute in der Base drin, das heißt, du musst alle drei Menschen sehen. Nein, du musst nur einen beschießen! Einer beschießen, dann wird für 5 Sekunden angehalten. Wenn der in der Base, wenn der aus der Base rausgeht, der nächste anschießen, dann sind es wieder 5 Sekunden. Der rechnet nicht an wie 5 Sekunden, also ich habe vorher noch mit dem Nightgear. Also in der Beschreibung steht dran, dass 5 Sekunden. Außer der geht aus der Basis raus. Wenn der rausgeht, dann läuft der Timer wieder, dann musst du den nächsten anschießen. Genau, richtig. Erzähl mir doch auch nicht zum ersten Mal. Ja schon, ich hab's ja, wie gesagt, ich bin da reingerannt und hab auf die geschossen, aber als Arktik im Nahkampf gegen YDG. Schade. Ja, passt dir da mal, das war so eine Selbstleistung. Jetzt habe ich nur eine Frage. Bei diesem Modus musst du zählt ja nicht der Zustand der Base, sondern rein der Kill. Ja. Kill Lead, ja. Warum wolltest du auf die gegnerische Base drücken? Weil wir drei Leichter hatten, den hatte ich vorher schon losgeschickt. Das war unsere einzige Chance, die waren links dichter dran und wir waren schon auf 2 Permas. Die einzige Chance war, die wegzudrücken. Ja, wir haben ja schon unsere Dropzone links. Das Problem war, wir haben die Base aufgemacht durch das Rechts pushen. Weil da war, weil es war ja da noch jetzt links waren ja nur die 2-3 Ranger und Talon und ich in der Base. Und die anderen waren ja auch rechts dran, die mussten ja dann umschwenken. Wir müssen ein Spiel machen, das ist vom Dings weg. Genau. Ja. Oh, scheiße, ja. Rein da. Und warum sind wir durchs Death Valley marschiert? Ich würde vorstellen, wir sind rechts rumgelaufen. Er ist nur Tanner das gleiche bestimmt. Aber wir sollten jetzt schnell losspielen. Nein, das Death Valley ist Fox 6, Fox 7. Da sind wir in der ersten Welle durchgerannt, oder? Genau. Das ist gut, aber ihr seid irgendwie nicht entschlossen mit hochgelaufen, weil, ja. Ja, Batzen und ich waren vorne. Und, ja. Ja, und links ist auch nicht entschlossen. Ich habe gesagt, ich hüpfe hoch, gib mir Deckung und auf einmal kriege ich einen Rücken. Weil links keiner mitgezogen ist. Irgendwie hieß es aber links warten, rechts vor und ja. Nein, so, links gepusht bin. Nehmt Ducker und Brawlmax. Mhm. Ein Lönnboot oder kein Lönnboot? Nein. Okay. Ich bin raus für heute, ne? Ich bin eben schon raus für heute rausgegangen. Okay. Oh. Mach's gut, Husi. Ja, tschüss. War gerade so in Diskussionen. Mach's gut. Also, viel Spaß und viel Erfolg, ne? Ja, danke. Tschüss. Ja, schönen Abend. Du hast das entscheidende Spiel verloren. User disconnected from your channel. Ja, aber nicht nur wir. Ja, und noch ein Haufen Fuchs, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Letzte Halbstunde wieder alles verloren. Ist zum Kotzen. Bleib locker, Chef. Was machen wir? Wolf? Dann verlieren wir richtig, doch. Wir machen jedes Mal einen Wolf. Ja, und willst du kommen lassen? Ja, auf der Karte musst du vorne am Gate verteidigen. Hardcore brawlig, Jungs, machen wir Wolf. Voll auf die Fresse. Hardcore brawlig, okay. Nicht zeigen. Hätte ich aber gerade selber nicht gedacht, dass ich hier einen Assault und danach noch den Usil, aber der hat sich abgeschaltet, der Trottel. Da stand er da vor mir und hat... Das war schon echt cool, also die kommt zu dir rein und dann batzen, killt, batzen, killt, batzen, killt. Zwei Ones, oder? Mhm, zwei. Ja. Aber... Ja, wir hätten die Dropzone und wie nennt man das? Befreien? Nee. Das war aber schwer, weil die hatten Long-Range-Mechs mit Large-Lasern auf die Entfernung, dass sie perfekt jedem, der helfen wollte, schon mal alles wegbrezeln. Die haben ja in der ersten Runde schon hier unseren Mann einfach weggebrezelt beim Loslaufen von der Dropzone. Das passiert da immer, und trotzdem kann man da durchlaufen, wenn man rechts vorbeiläuft im Hügel. Dann weißt du noch, in welcher Lanze du warst? Ob das Alpha, Charlie oder Bravo? Alpha. Weil dann wäre eventuell zu merken,
dass die in der Lanze am Anfang schnellere Mechs haben, wo 80 km/h laufen. Wir hätten über Alpha drücken müssen. Beim Puckhaufen gleich direkt über Alpha, direkt in, auf kürzesten Weg in deren Drops. Ich glaube, wir haben den längsten Weg in. Die hatten, so viel, die hatten so viel Zeit, die konnten sich auch an, dieser Echo 6 Krone festsetzen. Ja. Wo sie die besseren Winkel haben und wir die schlechter. Wir sind rechts lang gegangen, so wie wir immer gehen, aber das ist halt eigentlich unsere Seite, wenn wir da starten, wo der Gegner war. Oder täusche ich mich? Das kann auch klappen, man muss es dann eben koordinieren, also muss es halt gleich passen. Muss schneller gehen, ja. Die sehen es halt auch, ne? Die sehen, dass die Mechs von der Dropzone ganz links nach steil rechts laufen und dann wissen sie, was die vorhaben. Die regroupen sich mit den anderen und kommen wahrscheinlich. Die haben Talon aber auch brutal gefokust, weil aus unserer Lanze hat keiner irgendwas verloren, bis auf Talon und der war tot. Die haben nur auf Talon geschossen. Sauber nur auf dann Torso twisten Talon, du warst viel zu schnell weg. Ja, aber wenn da drei, vier Ranger auf dich schießen, kann er über die Zeit auf dich wegtwisten. Das war scheiße gemacht. Er war ja runter, auf unter 30%. Das war ja nicht so, dass sie ihn da einfach gesendet hätte. Wenn ihr was kurz sagen dürft, die HRS-Leute sind nicht total scheiße. Konzentrieren, also Jungs, ja. Und Alexander, deiner zu streng. Genau. Deine Talonbeinchen. Gut so. Die hat mich furchtbar rächen. Ein Teamkill. Alan wird gleich wie so ein Kind mit Artis um sich schmeißen. Ja, ist ja gut halt. Jetzt machst du 2000 Damage, das ist alles okay. Aber dann darfst du wieder nach Hause kommen. War der in dem Spiel eben dabei? Ja, scheinbar, muss er wohl. Naja, hast du gesagt, den Hitler-Gruß verpasst? Das mache ich auch eigentlich immer. Es kommt immer darauf an, von wo du dir vorstellst, dass die Figur halt grüßt. Die links oben das machen, zeigen sich bitte nicht. Ja, die Richtung Gamma. Gut. Oh, bravo, Alpha. Ach ja. Protect this position. So, Alpha, ihr stellt euch bei Bravo auf. Und Charlie? Bravo, wenn ich auf meine Ecke da hochgehe. Das ja, macht. Dann im Talon damit. Ja, ich brauche dann auch genug beim Bravo-Marker, die rechts rumdrücken. Charlie, wo soll Charlie hin? Beim Bravo-Marker. Na klar kommt der Satellit, gell? Ach scheiße, weglaufen! Ich hab nicht aufgepasst. Lauft durcheinander, weg von euren Positionen. Lauft eine Runde, ja. So stupid. Bevor die das Tor aufkriegen, ist wahrscheinlich der nächste Sweep. Nee, das run! Ist... Run! Back off! Weit, okay? Nee, ist schon gut, das passt. Und alle Richtung Rombiger oder so, keine Ahnung. Denk dran, der Sweep hält ein paar Sekunden. Erst wieder laufen, wenn der ausgebabbelt hat, genau. So, okay, back to positions. Gut, dass Gray das gesehen hat und dran gedacht hat. Ach, ich war noch so. Ich dachte, du solltest auch beim anderen Tor sein, wo die anderen alle sind. Los, auf wieder in Position. Ihr seid ja alle rechts. Was soll der Scheiß? Sag das doch, Charlie, Lanze und Alpha Lanze. Beim Beta. Bravo-Marker, ja. Da bin ich. Ich sehe aber zwei Mann rechts. Soll einer eigentlich in die Taschen? Gehen wir irgendwie wieder in die Taschen rein? Andere Tour bitte. Alpha. Kaiser? Soll ich in die Tasche? Ja, nein, vielleicht. Ich und Grimm, nein, du gehst zum Bravo-Marker und guckst links rum. Gut. Seid ihr oben schon in Deckung? Ja. Ach, Scheiße, machen beides auf. Nein! Lass doch reinkommen!
Könnte da schon mal ein Strike auf Beta wird aufgemacht. Manuse, du guckst auf Beta. Mit Idiot zusammen. Grimm, seid ihr in Position? Ich bin auf meiner Pussy. Ich habe aber keinen Wingman. Ich glaube, Beta ist nur ein oder ist es zwei. Ja. Alpha, wir haben jetzt auch nichts drauf mit dem Lenkstrike. Wer steht im rechten Ding? Achso, kann ich. Ich wollte sagen. Nee, das soll doch Grimm sein. Ja, ich bin auf dem Weg. Beta. Nee, das brauchst du auch nicht mehr hin. Da. Macht euch mal bereit. Und du frisst ganz viel. Nein. Beta ist. Lass du reinkommen. Da. Ich weiß nicht, was jetzt bei Gamma kommt, aber Beta ist egal. Alpha kommt was. Lass du reinkommen, macht euch bereit zum Gegendrücken. Nein, ich. Strike out. Jetzt! Gegendrücken! Hotel! Ja, ich fliege von allen Seiten. Hotel! Jetzt Airstrikes. Bravo, der ist. Ich werde geprimed! Richtig. Hier, rechts rumdrücken! Die rechts Jungs. Override vergessen. Okay, ich stehe ja verloren am Posten. Dann lass mich zurückfahren. Bitte lass mich Gustav, der Mauler ist offen. Schön drin. Jason. Achtung. Wie sieht's rechts aus bei euch? Ja, wir kämpfen wie blöd. Oh nein, hier wird alles blockiert. Die ganzen Marodeure. Verstopfung! Ich bin auch gefragt worden, alleine gewesen. Ja, du blockierst uns nur. Kilo ist gesentert. Los, rechts drücken. Rechts ist doch Platz, warum stau dir? Über uns ist was. Right side push! Die D4 Jungs, ihr müsst egal pushen. Manus, du sollst doch mal Peter sein. Jetzt hab ich mich geleckt. Oder Support bei Beta? Ich wechsle nach Beta. Gut. Ja. Hier. Zyklop bei Gamma. Raus, rechts ums Eck. Hallo, ist ein Zyklop bei Gamma? Ich bin unterwegs in die Mitte. Gut, ich auch. Ja, aber Alpha ist alles. Wer jetzt am Tor ist, rauspushen. Ja. 86% haben wir noch. Dann kommt zurück. Der Rest raus. Ich lauf auch zurück. Damit wir es noch rechtzeitig zu Ende kriegen. Ich mal vorgehen, ich habe keine Waffen mehr. Echt jetzt? Es kommen hier laut Marodeure. Dort was Richtiges gesagt. Ich schmeiß ihn doch draußen weg. Die gleiche Feuerkraft. Achtung! Ist der Ding down in der Tasche? Ja, der ist down. Okay, dann den Atlas angehen, oder? In Fox 3. Wir haben noch ein UAV in ja, das fällt schon mal runter. Alle drei Tore. India! Kaiser, wo positionieren wir uns? Wieder Bravo-Marker oder was machen wir jetzt? Ich kurz sagen dürfen, bei Omega. Omega. Da ist Zyklops da dabei. Grimm, tu ejecten. Ich wollte gerade sagen, wenn in Charlie 6 nichts ist, müssen wir ejecten. Weil die könnten dann Lightwash probieren. Hier ist übrigens noch ein feindliches UAV, ich krieg das nicht runter. Zwei, also. Ja. Hier ist was. Turion, alleine. Wo holen wir uns denn? Oh. Da kommt noch was. India. New target acquired. Target spotted. War der Cyclops schon tot? Nein! Also zumindest. Centurion ist hinten offen. Okay, hier ist noch Lima. One-Shot Center. Wo bist du ejected, Talon? Weil ich nur einen halben Porto hatte, keine Waffen mehr, und ich auf 40 Sachen gelaufen bin. Ja, gut. Was ist da noch mehr? Hier C6 für die ganze Menge. Gut. Ich hab 50%, was soll ich machen? Die checken oder? Bei Alpha drück kommen sie, kannst du auch schon gegenpushen. Jawohl. Target acquired. The enemy is using a combat ID system and satellite sweeps. Oh, noch gut angefleckt, dann gehen wir, die kommen scheinen einfach nicht dran zu kommen. Gut, dann laufe ich. Ich bin auch relativ frisch im ersten Mech. Ja, dann bleib da.
Baut eine Feuerfalte Richtung Alpha auf. Haben wir sie nicht bis zu den Engpässen kommen lassen? Weil wenn wir im Engpass angreifen, ist es immer wie Leben im Chaos. Hat aber ganz gut geklappt. Sieht ja gut aus. Ja, nee, rechts. Das war aber zu wenig. Aber da haben vier Leute oder drei Leute nicht schießen können, weil es zu eng ist, als dass so viele durch die Gasse schießen können. Ja. Die ja auch nicht. Das ging doch. Wer jetzt drin ist, baut sich rechts wieder auf. Die Nachtropper ziehen über die linke Seite, über die zum Power Grid. Dann lass uns ein bisschen weiterkommen, aber baut es so auf, dass wir alle auf Alpha schießen können. Man muss ein bisschen weit vorne. Lass ein bisschen zurückfahren, ja, rechts. Ich will sterben, Leute, deswegen stehe ich hier. Manuse, habe ich gesagt. Ja, ja, die stehen bloß alle bei mir in der Nähe und. Ich wollte dir beistehen! Ja, ja, Achtung, sie kommen! Dreh dich mal nach links, Gray, da müsste schon einer kommen. Left side. Fire to Brown Marker. Hast du da? Ja gut, du hast ja da rechts wen stehen, da ist der Grimm. Grimm, hilfst du in Joe bei Beta. Okay. Breakout. Winde, du bist zu weit vorne. User in your channel timed out. Na toll. Twindet, ich hab doch gesagt, was machst denn du da? Lass du kommen, Twindet! Ja, ich komm mir schon zurück. Schieb deinen Arsch zurück zum Bravo-Mager, lass um die Ecke kommen, dann kann die da drauf schießen. Wie sieht's in der Mitte aus, Jo? Ja, wir sind viert. Zweit oder dritt, wir haben den in einem Griff, ist kein Problem. Gut. Du rufst, wenn du Verstärkung brauchst, ich konzentriere mich links drauf. Target destroyed. Du bist ja nichts weiter reingekommen. Nee, die verstecken sich da. Mach keinen Scheiß rechts, lass es kommen. Die müssen ja zu uns. Die Frage ist, ob wir das Spiel noch vor Mitternacht gewinnen wollen. Dann hätten wir noch eine Viertelstunde, dann müssen wir aber aggressiv spielen. Sind 30. Ach so, stimmt natürlich. Ja. Aber jetzt sind wir auch nur noch 11. Jetzt kommen sie alle rein. Okay, der pusht auf der Seite. Schön, Wolf. Bike out. Hier, Whisky. Jägermech. Target acquired. Vorsicht, ich zieh davor. Twindet, kommst du mit? Dann können wir jetzt gerade. Ups. Okay, links. Was bei dir? Achtung, Airstrike. User entered your channel. Na, ich. Ist down. Gut, dann wollte ich mir jetzt extra runtergibt. Also sollen wir jetzt eigentlich, also zangenmäßig? Könnten wir, glaube ich, oder? Ja. Wir haben zwei in der Basis. Das machen die Nachtropper. Links, wir pushen jetzt auf Alpha drauf, los. Left side, push, Whiskey, Jägermech, Center Court. Jetzt kannst du das Winter, ich bin hinter dir. Volvo, Katapult. Boimer, CC. Robert, Top Dog, einmal auf die Mitte noch. Oh shit! Ah, Charlie, beide Schulter. Kippt den Assault noch, ich lauf schnell zur Mitte. Oh oh. Werden UAV gepflanzt, Werder. Huh, meine Güte. Komm, Charlie. Bravo. Linke Schulter, Charlie. Na, Luft. Oh, der King Crab. Und jetzt Kilo, King Crab. Wer kann, ich schieß den Rücken. Kilo, King Crab. Rear open. Good shot. So, Grimm ist auch wieder da. War es rauspushen oder nicht?
Ja, komm, ich gehe Bravo, aber wir müssen uns aufteilen. Oh, die haben mich abgefarmt, wenn ich disconnected war, das ist voll scheiße. Ja, auch über die Mitte. Hey, second wave, push out. Aus. Ich bin im dritten Merk, ich bleib drin. Hier, push doch wer links aus. Ich hab 93%. Ja, bis zum zweiten Mech? Ja. Dann raus mit dir. Wir spielen aggressiv voll. Aber warum ist jetzt links keine? Ich kann auch wieder hier links gehen, also ich gehe dann wieder zurück. Zu Zug. Das ist Zug. Dann bleibe ich mal bei Zug. Du sollst nicht beibleiben, du sollst rauspushen, wenn du im zweiten. Ah, okay, gut. Ja, aber ich bin jetzt ganz alleine da vorne, ne? Wenn ich jetzt. Dann musst du alleine rauspushen. Okay. So einfach ist das. Hey, sagen wir mal ein bisschen langsamer, dass wir vielleicht zusammen reingehen können. Dann haben wir da Schrimp, ja, schön. Genau, Twinet, was bei mir hier? Nimm nochmal Nusel, die Sturmcreme mit und dann ab dafür. Okay. Ich bleib ein bisschen hinten, ich brauche ein bisschen Abstand für meine ATMs. Wir haben die zwei einen drin. Okay, wie auch immer der da hingekommen ist, der hat. Zwei Max kommen, drei Max kommen, vier Max kommen von links, also Richtung Alpha Gate. Also müssen wir schnell rüber. Ja, dann Auto Alpha ist in, wir kommen in den Rücken. Wir müssen bei Alpha ein bisschen hinhalten. Guys in the base, move to Alpha Gate. Hier, da haben wir Nachtropper. Otto? Okay, dann nehmt ihr einfach die Nachtropper, den Rest mit dem. Ja, machen wir. Otto Jungs, Beinchen, da hat eine Beinchen. Otto Lex. Schön. Okay, Leute, die kommen bei Alpha schon rein. Bei Alpha sind schon drei drinnen, Leute. Ich ja, wir kommen in den Rücken, wir holen uns den Nachtropper und dann kommen wir auch. Ihr müsst bei Alpha ein bisschen blocken. Die zwei haben wir, oder? Wir kommen ein bisschen zurück. Ich komm nicht mehr weg hier. Ich bin im Redrop, von daher. Fuck! Leute, nicht hinterher, bleibt hier und packt Strikes auf die Kante. Wir lassen sie rumkommen. Und wir hoffen, Nordpol. Ich bin links vom Bravo-Marker, wer noch? Ach. Hier Nordpol. Los, wer setzt den nächsten Strike? Acquired. New target acquired. Ach, die Drechsel haben mich geleckt. Beim Alpha acquired. Der Archer. Blackjack. Ich schieße hier mal hier in UAV. Wir haben hinten einen bei der. Mehrere bei der Base. Ocean One. Außer mir ein, zwei mehr, die zurück zur Plattform kommen. Das sind zwei ja. Max. Wenn wir uns alle zurückziehen, sollten wir nichts draus machen. Ihr müsst zur Plattform. Wir sind draußen, wir machen hier draußen schon fertig. Das ist alles gut. Wir müssen lang gehen. Zwei gegen zwei Schuss. Ihr müsst den Ocean beschützen. Ja, ich bin in dem scheiß Mistlings. Soll ich auch zurückkommen? Sonst rennen jetzt alle raus. Da rennt keiner raus, wir waren ja noch draußen bei Alpha. Jetzt ich komm zurück. Der Jutta ist auch nur noch eine SM4. Der ist ledig. Ich geh jetzt rein. Down. Hier ist noch, jetzt ein zweiter. Katapult. Ja. Beste. Zwei feindliche UAVs sind okay, wir auf Omega. Oh nein! Wir sind noch zwei Max. Ja, ich komme, bin da. Ein UAV hab ich drin. Bertha. Spider, Lex. Beide sind auch um. War aber Alpha jetzt alles geklärt? Ja, Alpha ist, war eben zumindest F3 geklärt. Was jetzt ist, weiß ich aber nicht. Nee, ich bin die ganze Zeit so langsam.
noch 7 Minuten. Wir könnten, also, ja. Ich push Gamma raus, kann jemand. Ich push Beta. Gut, ich lauf Alpha. Ich push auch Beta. Ich denke, wir könnten im Prinzip gleichmäßig durch alle Tore rauspushen. Oder? Dann komme ich zu dir, Jo. Aber, okay, wir sollten zumindest ein oder zwei hinten lassen. Ich bleib hinten, ich übernimmst damit. Ja. Gut. Ich bleib auch hinten, ich bin gerade neu gedroppt. Ja, also wie gesagt, ich gehe Alpha. Vergesst den Override nicht. Von Beta nach D6. Also am Tor. Bravo ist was. Ist da mehr? Ja, noch einer. Hier bei uns ist was. Ich bin noch hinten. Flippel Fox trotz. Ist auch noch eine Signale. Ist Stück. Mehr in der Mitte. Ja, drei Stück. Ja, drei Max mindestens. Achtung, vier, achtung, links im Eck. Fünf, mehr, sechs. Twindet, lauf zurück in die, auf die Mitte. Ich lauf weiter, falls du aus links läufst, du läufst auf Mitte zurück. Da sind da jetzt rein, zumindest 8 Mann in der Mitte. Ja, ich komme euch auch zur Hilfe. Emil, CT! Jeder von denen, der stirbt, ist jetzt ein Perma. Okay, wir haben hier was bei Gamma. Ja. Check, der davonläuft. Bei Permas vom Gegner. Alle, fetter Push mittig. Alle 10. Habe ich den Windet noch hingeschickt? Keine Waffen mehr. Also ich hole ihn einen, aber nur ganz langsam. Ja. Oh. Noch 6 Minuten, um sie zu killen. Das schaffen wir bestimmt noch. Wenn er uns davonläuft, dann stellen wir uns bei der Dropzone hin und fahren. Ja. Ich kann auch sein, dass er jetzt hier hochgesprungen ist, das weiß ich gerade nicht. Ja. Da müsste er allerdings viele Sprungdosen haben. Kraft da draußen, alles, was jetzt redroppt, muss Wetter verstärken. Wir haben jetzt, glaube ich, gleich rein, oder? Ich hoffe, schon wieder einiges geholzt haben. New target acquired. Jo, ich laufe jetzt schon mal wieder dann zur Mitte, ne? Achso, hier ist er übrigens. Habe ich ihn wieder? Ich versuche, Redropper abzufahren. Okay. Bei E6 kommt was. New target acquired. Target spotted. Bewegt. Aufs Tor zu, die kommen. Ja, die drücken jetzt bei B rein. Guck, dass man sie irgendwo bei E4 dann vielleicht erst gegen sie kämpfen. Wer kann zurückfallen lassen? Die hinteren nachkommen. Okay, hinteren sind schon dran. Die drücken jetzt Beta rein. Override und Spikes. Strike aufs Tor gesetzt. Und Treffer. Jetzt noch ein Strike. Push dann Beta raus, wir haben noch 4 Minuten. Push to Beta. Wir haben nur 2 bei Beta. Ich hab die massiv verzögert hier. Wir haben 3 draußen. Wir haben 3 draußen, 2 drin. Drückt alles nach Beta und macht sie fertig. Die kommen jetzt alle zu mir, die wollen jetzt alle zu mir und mich killen. Das hätte ich früher noch registrieren müssen, oh Mann. Achtung, Doc. Ah, gut, dass du da bist, Jo. Da kommen jetzt, wenn sie zu uns hinlaufen, kommen 5. New target acquired. Oder ihr pusht jetzt mit raus, dann. Raus. Achtung, da kommt klein Auti rein. Rechtes Bein. Auf die Beine bei Kilo. Ach der, was sagt die Zeit? Gut, dann Aufführungs. Gas. Also ich komme in einem Rum. Er hat eine XL, der Affe. Ich meine, jetzt soll nicht die Beine. Bei D6 ist noch eine. Die Beine zerschossen. Hey. Super. Hector. Kommt der nächste? Der letzte los. Okay. Ja. Ah, super. Schön, Junge. Schick. Oh,
Und die Zeit haben wir eingehalten, ja? Jo. Ah, super. Da ist nochmal 10 Punkte. Oh Mann, war ich scheiße. Frage ist nur, ob die anderen auch noch was gewonnen haben. Achso, da ob wir durch das Match wieder in die Zone kommen. Hoffen wir es einfach. Fast. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es für den Planeten. Feuer. Ja, wir sind gereicht drüber, hat. Deutlich. Echt? Gut. Wir haben einen Planeten. Vor dem Ende. Ich hab's im Urin. Zahlen, das wissen wir noch nicht. Doch, das habe ich im Urin, was? Der schreit die ganze Zeit: Planet! Wird nicht weh. Nennt man das sprechende Hosensyndrom? Ey, das sagt du. Das liebe Nette. Ja gut. Donegal, Leganes, McAllister und Chianona stehen wahrscheinlich, wenn wir das hinkriegen, wahrscheinlich so Hinterwettler-Ding wie Chianona. Ich hätte gerne Donegal. Ich auch. Dann können wir die 12. Garde fragen, wie die Nachsenderadresse ist. Eirings zur Zeit. Ja, besonders schön. Im Ernst? Steht da, doch, IREX. Das ist aber im Datum vom Mai, das ist also schon leer gesaugt auf jeden Fall. Ja, und dann schreiben wir das den IREX-Typen, die ausrasten. Ich glaube, wir kriegen alle Briefbomben. Weißt du, der dritte oder vierte Planet, den wir geholt haben, war Arkap und danach haben wir gegen die Arkap Legion gekämpft. Und Grimm hat so nach der Nachsenderadresse gefragt. Jo, wir haben einen. Jo. Yippie. Nee, haben wir nicht. Doch, ein Tag aktiv. Doch, wir haben Donnegal. Ja, das wäre ja super. Ja. Gleich zu den LAS. Jawohl, Jungs, das hat sich garantiert. Wo ist der Donnegal-Chat? Yes. Müssen wir schicken. Ich muss aber wieder die Flinte aus dem Korn. Wo sehe ich denn das, dass wir den haben? Du gehst auf die Karte, das ist direkt rechts neben Tarkat, ist Donegal. Donegal, LAS, da habe ich's. Jawohl, LAS, ah, herrlich. Ja, und vor allem Donegal. Ja, das ist ein Planet, der unserer ja, wirklich würdig ist. Es kommen wieder MCs in die Unit-Kasse, die ich dann ausgezahlt bekomme. Das wollen wir nächstes Mal erst sehen. Nicht, wenn du wieder das den... Nicht, wenn du dann bei deinem nächsten Duell auch wieder so massiv überhitzt und dann von selbst explodierst. Obwohl das du nicht. Das einzige Match, was ich verloren habe, Bierchen, das einzige. Und du hättest mich nur anhusten müssen und ich wäre auseinandergefallen, aber Schrimp holte. Die spielen ja wieder bei Clans, hä? Die haben dieses Leganes geholt. McAllister, ach, was ist denn jetzt eigentlich mit dem. Mit unserem verrückten Iren? Keine Ahnung. Boldy? Ja, das. Vielleicht wartet der einfach nur. Platz 11 für die LAS. Ja, das hatten wir, glaube ich, gestern schon, oder? Das sind wir schon die ganze Zeit, ja. Achso, okay. Vielleicht wartet der, bis er hier joinen kann, weil vorher kann er doch Faction Play nicht mitmachen. Oder? Boldy will tatsächlich was mitmachen, oder was? Hast du noch gar nicht mitgekriegt? Nee. Läuft es nicht so gut bei IDI oder was? Nein, die spielen jetzt alle, was Wolf auch spielt, dieses wir hauen ab von Tarkov. Und 420M hat was geholt. Vielleicht auch alten Büschen beim Rascheln zu. Verdammt, Mirodan ist mir hart auf den Fersen. Alter Schwede. Ah, ich glaube, ich habe heute kaum KMDs gemacht. Na jo. Selbst wenn ich viel Damage gemacht habe. Sollte echt mehr spielen. So den. Hey Kaiser, guck mal, wer vor dir ist. Hast du mich überholt, du Sau? Ja. Ach du Scheiße, ich habe aber 10 Plätze verloren. Meine Güte. So, zum Thema Freisprechen, ich mach mal jetzt hier den Livestream zu, dann kannst du gleich uns von deiner russischen Elite-Kämpferin berichten. Ja, wir wollen jedes Detail.